Sie ist die einzige Schmalspurbahn der Schweizerischen Bundesbahn. Die Zentralbahn, welche Interlaken im Berner Oberland über den Brünigpass mit Luzern im Herzen der Zentralschweiz verbindet. Bahnhof Interlaken Ost. Hier ist Endstation für die normalspurigen Züge der SBB. Wer von hier aus weiter will, muss in die schmalspurige Zentralbahn umsteigen. Bereits 1889 wurde mit dem Bau einer Eisenbahnlinie entlang dem Brienzersee nach Meiringen und von dort aus weiter über den Brünigpass bis nach Luzern begonnen. Wie auch bei vielen anderen Bahnprojekten zu jener Zeit, war für den Bau der Brünigbahn der Tourismus der ausschlaggebende Punkt. Man muss natürlich sehen, dass die Leute den reichen Tourismus vom Ausland auf Luzern kommen oder auch ins Berner Oberland. Und die wollten einfach eine direkte Verbindung wollen, auch von dem einen zum anderen Zentrum und nicht einfach über Bern müssen fahren. Und das ist die Brünig-Linie auch eine attraktive Linie über den Pass und dann beide an dem See, am Brienzersee entlang und auch im Obwald den See entlang. Also ist das auch eine sehr schöne Linie gewesen. Reisen wie anno dazumal ist auch heute noch möglich. Seit den 80er Jahren bietet der Verein Ballenberg Dampfbahn Nostalgiefahrten über den Brünig an. Die Fahrt führt auf dem ersten Abschnitt entlang dem Brienzersee bis nach Meiringen. Auf der sogenannten Talstrecke kommt die 1913 gebaute G34 mit der Nummer 208 als Zugpferd zum Einsatz. Von Interlaken auf Meiringen müssen wir Geschwindigkeit von 60 einhalten. Das können wir mit der Adhäsionsmaschine und mit der Bergmaschine, die kann nur 45 fahren. Somit ist der Fahrplan so dicht, dass die 45 nicht Platz haben drinnen. Gemächlich nähert sich der Dampfzug kurz hinter Meiringen der Einfahrt in die Steilrampe. Vor dem Zug zum Einsatz kommt nun eine Zahnradlokomotive. Denn nur mit einer solchen kann der Höhenunterschied von über 400 Metern auf dem 5 Kilometer langen Abschnitt überwunden werden. Eine Herausforderung, die von der Lokmannschaft einiges abverlangt und für ordentlich Volldampf sorgt. Den Aufstieg auf den Brünigpass hat die Lokmannschaft auch heute problemlos gemeistert. Und der Zug der Ballenberg-Dampfbahn erreicht pünktlich den Bahnhof Brünig-Hasliberg, den höchsten Punkt der Strecke. In der Passstation heißt es dann für den Dampfzug und seine Fahrgäste zuerst einmal warten. Warten auf den fahrplanmäßigen Gegenzug der Zentralbahn aus Luzern. Denn der Bergabschnitt der Brünig-Linie ist nur eingleisig und Zugskreuzungen nur in den Bahnhöfen möglich. Man glaubt es kaum. Über 100 Jahre alt ist die Dampflok des Typs HG33, welche sich mit dem Nostalgiezug den Berg hinunter in Richtung Giswil windet. Auch die Wagen stammen aus der Gründungszeit der Bahn und wurden in den letzten Jahren von den Vereinsmitgliedern restauriert. Fast bis auf den letzten Platz ist der Dampfzug ausgebucht und erfreut sich bei Alt und Jung großer Beliebtheit. Ob auch Sie vom Dampfzug träumen? Wir wissen es nicht. In Giswil endet die Fahrt mit dem Dampfzug. Hier beginnt auch das Zentralschweizer S-Bahn-Netz, in welchem der Talabschnitt der Brünig-Linie ein wichtiger Bestandteil ist. 2005 entstand die Zentralbahn aus dem Zusammenschluss der privaten Luzern-Stans-Engelberg-Bahn und der Brünig-Bahn der SBB. Also heute ist die Bahn vor allem eine S-Bahn, die Kanton Obwalden und jetzt heute mit der Zentralbahn auch Kanton Nidwalden mit Luzern verbindet. Und die direkte Linie oder mit dem Panorama-Express auf Interlaken, das ist ein Prestige-Projekt, aber die Bahn lebt vor allem vom S-Bahn-Verkehr. Nach wie vor hat die Bahnlinie aber auch eine touristische Bedeutung.
So ist sie Teil der Goldenpass-Strecke, welche in 3 Etappen von Montreux bis in die Zentralschweiz führt. Mit der Einfahrt in den Bahnhof von Luzern endet eine Bahnfahrt entlang 5 Seen und durch 4 Kantone. Doch erst nach der Ankunft in Luzern präsentiert sich der letzte Höhepunkt der Reise, die Weltbekannte.